Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zur Bomber Crew. Ja, in der letzten Folge haben wir die eine Langstreckenmission gemacht und jetzt machen die wieder ein paar kurze Trainingsmissionen. Naja, was heißt Trainingsmission? Einfach damit wir ein bisschen leveln. Langbaustelle wurde entdeckt. V1 abfeuern, Baustelle zerstören. Machen wir einfach mal. Gibt er 3000 Geld? Was soll da schon schief gehen, ne? Du lädst nach, du lädst nach, du lädst nach. Du gehst mal dahin. Und lädst auch mal nach. Abheben. Kurs steht auch an. So, Fahrwerk wird eingefahren. Dann Vollgas. Vielleicht schaffen wir ja beide Quests in dieser Folge. Der Felix wieder. Also wenn es nach Abschluss der Mission nicht ganz so schlimm aussieht, könnten wir uns eventuell ein bisschen um ihn kümmern. Vielleicht kann man ja abschießen, weil es gibt ja trotzdem nochmal Bonusgeld. Welches wir gut gebrauchen können. Ja klar, Aufklärung über Funk anfordern. Und da vorne ist schon unser Einsatzgebiet. Keine Abfangjäger? Guck mal, da feuern schon die Flaks, wie es aussieht. Feindflieger von wo? Von da oben. Hoppala. Nicht verreißen. Du gehst mal runter. Fokusfeuer, Fokusfeuer. Klappe öffnen. Mal, wir haben da nicht noch welche gebraucht. Da haben wir einen Felix. Bringen wir uns hier mal raus. Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen befordert. Geh mal bitte hoch. Nachladen. Klappe schließen. Wechseln wir schon mal raus aus dem Flakfeuer. Oh nein. Oh nein. Beeil dich mal. Fokus. Hopp, hopp, hopp. Ach, den kann ich gar nicht helfen. Ich habe Medikit zu wenig. Oh nein.
Geh mal runter. Rotsturzflug. So. Dann Felix haben wir nicht erwischt. Du bist hier auch mein Chefingenieur. Reparier mal das da. Navigator. Ja, ich habe keine Ersthilfekästen mehr. Also man braucht pro Crewmitglied ein. Würde ja mal sagen, das ist ja nochmal gut gegangen, ne? Oh nein. Wir haben Sazalet verloren. Ist ja dumm gelaufen. Kennedy? Zurück auf deinen Platz? Der hätte mal ein bisschen schneller sein sollen. Ja, du kannst nachladen. Ja. Hätte nicht gereicht, aber hätte schlimmer kommen können. Hätte dich manuell früher rausmanövrieren sollen. Ja, Felix Feder konnte entkommen. Dafür hat man leider keine Zeit, der ist einfach wirklich viel zu gut für mich. Wir haben wieder gute Kohle reinbekommen. Ach, Jill. Allzu viel Erfahrung gab es dafür leider auch nicht. Was haben wir denn da so für Anwärter? Turner, Level 1. Denise Martin, Level 2. Ja komm, Fräulein Martin. Dann bekommst du auch gleich mal deine Ausrüstung. Ja, ein einfaches Set mit Panzerung wäre schon mal nicht schlecht, ne? Dann bist du zwar ein bisschen langsam damit, aber hey. Flugzeug wollte man upgraden. Neue Motoren und so. Ja, 4000 Punkte haben wir noch nicht beisammen. Motoren. Elektrisches System. Löschsystem, ein Radar haben wir bereits. Na komm, holen wir uns die, sowohl die Hydraulik als auch die Elektrik. Dann gehen die hoffentlich nicht ganz so oft kaputt. Und dann machen wir direkt noch die nächste Mission. Genau die hier. Mission starten. So. Kurs liegt an. Du hast dann auch nochmal frische Munition. Du startest schon mal. Na komm, das kriegen wir schneller hin.
Fahrwerk einfahren. Was müssen wir eigentlich machen hier? Munitionslager zerstören. Alles klar. Ah, es ist schon wieder was kaputt gegangen. Gerade wo wir es aufgerüstet haben, ne? Na komm, Fräulein Martin. Mach mal hinne. So. Kampfflieger erfasst. Da sind sie. Fokusfeuer. Fokusfeuer. Solange die über uns sind, sind die kein großes Problem. Barnett, du kennst das Spiel ja. Augen offen halten nach anderen Abfangjägern. Drei, zwei, eins, Abwurf. Na, das Foto nehmen wir noch mit. So. Dann mal rüber zum Stützpunkt. Barnett. In eine Geschützkanzel nach oben. Setzen wir den Feind mal wieder mit Fokusfeuer zu. Na komm, schieß sie ab, Leute. Oh, neue Feindkontakte. Da oben waren sie. Gut. Die lauern da über uns. Sind hier sonst noch welche? Ach ja, du musst nachladen. Du hast noch nicht so oft geschossen. Feinde? Ich glaube, die haben sich mittlerweile zurückgezogen. Nee, haben sie nicht. Radar sagt, die sind hier irgendwo. Fokus. Fokus. Ich glaube, das war's. Dann neuer Kurs. Lad nach. Lad nach. Alles mal nachladen. Na, das lief jetzt schon ein bisschen besser als die letzte Mission, aber die war jetzt auch nicht so großartig anstrengend wie die andere. Und jetzt sind wir schon über England. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ach da. Dennoch werden wir Jill Sutherland vermissen. Aber Martin hat sich ja auch nicht so schlecht geschlagen. Na komm, wasch mal das Fahrwerk aus. Na, wir fliegen noch eine Schleife.
Genau. Eigentlich haben wir das Fahrwerk zu früh ausgefahren, das macht ja nichts. Sprit haben auch keine Probleme, würde ich behaupten. Hörst du mal auf zu kreisen und lande einfach mal. Danke. Eine weitere erfolgreiche Mission. Ich hoffe mal, dass es bei Martin für ein Level abreicht, aber ich glaube wohl eher nicht. Ich werde natürlich noch ein zusätzliches Medikit installieren. Ja, Geld haben wir dafür ja jetzt. Vor allem wegen dem optionalen Aufklärungsfoto. Wie schaut's denn aus? Ich glaube, bei Denise Martin reicht es nicht ganz. Aber bei der nächsten Mission wird sie dann befördert auf Level 3. Ist ja auch schon mal was wert. Weiter. Lackierung Bananengelb. Hm? Wenn man es braucht. Na komm, ein zusätzliches Medikit. Lass wieder mal zwei abgeschossen werden. Ah, ein Zweiplatz-Ausrüstungsteil. Ein Fallschirm und ein Medikit. Fallschirm und ein Medikit. Ne, und ein weiteres Teil können wir sich nicht leisten. Jetzt haben wir mehrere Medikits. Spottet so schnell, verblutet uns keiner mehr. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann erstmal um diese Mission hier. Eine Panzerfabrik in der Nähe von Bremen. Sollte hinhauen. Danach eventuell das da. Vor allem, ja, es gefällt mir gar nicht. Das Problem ist, wir werden höchstwahrscheinlich wieder so zurückfliegen müssen. Weil so wird es nicht möglich sein. Zumindest laut unserem Navigator. Aber naja, darum machen wir uns dann Gedanken, wenn es soweit ist. Und wenn wir ein paar Levels geschafft haben, holen wir uns diese kritische Mission hier. Also, bis denne. Ciao!